Hallo Leute, ihr seid hier richtig bei dubbuster.de beim Review zur Rebel Pink Crush. Die Rebel Pink Crush ist im Endeffekt eine kleine Pistolenarmbrust. Die Verpackung ist wieder schick, rebellmäßig aufgemacht. Reichweite 20 Meter, wie bei eigentlich allen Rebell-Artikeln, bis auf das Best Friends Blaster Set. Da steht nämlich 19 Meter drauf. Ich habe jetzt hier die Verpackung schon mal vorgeschnitten, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. So sieht der Blaster an sich aus. Erinnert natürlich stark an eine Firestrike. Größe extrem stark miteinander vergleichbar, also in etwa gleich groß. Auch der Griff ist ungefähr gleich groß. Der Spannring und so weiter. Alles sehr vergleichbar, nur das Design ist wieder sehr viel schnittiger und das Fließende, was man von Rebel halt mittlerweile sehr gut kennt. Aber ich habe ja Pistolenarmbrust gesagt und auch Pistolenarmbrust gemeint, weil hier kommt noch so was Schickes oben drauf. Man hat es jetzt klicken gehört, das Ding rastet ein. Ist eher nur hübsche Deko. Man kann aber, was es in der Verpackung steht, dass das hier ein Darthalter sein soll, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ja, das ist ein Darthalter, das ist eher provisorisch. Also, toll ist das nicht. Die Darts sollen so da reingeschoben werden, dass die quasi so drin sitzen. Ist nicht unbedingt schön, aber doch sehr zweckmäßig, weil die Darts wirklich sehr fest sitzen und auch leicht erreichbar sind zum schnellen Nachladen. Die Funktionsweise ist halt das bekannte Dart vorne reinschieben, Stab hinten rausziehen, abdrücken. Wir begeben uns jetzt gleich mal auf die Testbahn und werden schauen, wie die Pink Crush so schießt. Ich habe jetzt die Firestrike auch noch mal mit dazu gepackt, einfach als Referenz, damit man das Schussergebnis noch so ein kleines bisschen einschätzen kann. Ich habe vorhin ein paar Tests gemacht und die waren mehr als überzeugend und deshalb wünsche ich euch viel Spaß bei dem Schusstest. Also ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Die Pink Crush ist ein sehr, sehr guter Einschützer. Das Design mit oder ohne diese Armbrust-Wurfarme überzeugt mich wirklich sehr. Das ist einfach mal was anderes gegenüber der Firestrike, bei der mich eigentlich schon immer diese Kreise hier gestört haben, die der Vorgänger, die Nightfinder, auch schon hatte. Auch wenn die Kreise jetzt kleiner sind als eben beim Vorgänger. Es ist trotzdem irgendwie immer noch nicht so ganz meins. Hier gefällt mir einfach wirklich diese sehr schnittige,
geschwungene, relativ nüchterne Form. Sehr komfortabel zu halten, auch wenn es jetzt nicht so aussieht. Der Griff ist sehr ergonomisch geformt, das macht echt Spaß. An dem Pustefix-Ring hier kann man sicherlich nochmal was machen. Ansonsten finde ich das Design einfach aufgrund seiner Schlichtheit und der schön geschwungenen Kurven wirklich super. Und ich freue mich hier schon, irgendwie eine Taschenlampe oder so einzubauen. Das wird für mich den Blaster sehr abrunden. Das ist jetzt noch eine Sache, die ich bei Rebell nicht verstehe, warum jetzt in einem Blaster bedruckte Deko-Darts drin sind und in dem anderen Blaster halt unbedruckte. Das ist namentlich jetzt bei der Pink Crush so, aber auch bei dem Doppelpack Best Friends Blaster. Bei der Armbrust sind diese hübschen Sammeldarts dabei, als auch bei dem Bogen, den ich euch in einem anderen Video noch vorstelle. Also hat man hier zwei Blaster einfarbige unbedruckte Darts und zwei Blaster bedruckte Sammeldarts. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die großen Flaggschiffe, der Bogen und die Armbrust halt mit den schicken Sammeldarts ausgestattet sind, die es halt auch einzeln zu kaufen gibt und die was kleineren Modelle halt mit den einfachen unbedruckten. Abschluss. Eigentlich brauche ich keine Worte verlieren. Das Teil ist grundsolide, absolut klasse und einfach eine perfekte Alternative eben zur Firestrike. Leute, die das Design nicht so toll finden, können hier super zugreifen und beide Blaster tun sich überhaupt nichts. Der Darthalter von der Pink Crush, eben der Bogenarm, fast zwei Darts mehr als jetzt die Darthalter in der Firestrike. Das ist definitiv ein Plus für die Pink Crush. Die Firestrike dagegen hat halt hier das bekannte Ziellicht. Wer aber darauf verzichten kann und lieber das schlanke Design von der Pink Crush bevorzugt, mit oder ohne Armbrustarme, kann also bedenkenlos zugreifen, weil beide Blaster tun sich leistungsmäßig gar nichts, was wirklich eine schöne Nachricht ist. Das Entwicklerteam hat hier bei Rebell wirklich ganze Arbeit geleistet, sowohl optisch als auch leistungstechnisch. Und weil dem so ist, gehe ich noch ein paar Darts den Flur runterjagen. Bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder, was ein Review zum Bogen von der Rebell-Serie sein wird. Bis dahin und macht's gut. Ciao.